begrüße euch ganz herzlich zu unserem Abendgebet aus Maria Laach. Vor einiger Zeit haben wir bei uns im Refektorium als Tischlesung ein Buch über die Freundschaft von Konrad Adenauer und David Ben-Gurion gehabt. Eine besondere Freundschaft in schwersten Zeiten. Dieses Buch hat mir wieder einmal gezeigt, wie viel doch zwischenmenschlich passieren kann, im Kleinen und Verborgenen, und wie viel Gutes auch in schwierigsten oder nach schwierigsten Situationen entstehen kann. Jesus sagt, dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Wir brauchen nicht darauf warten, bis unser Leben und unser Glauben diese Welt verändern, nachhaltig verändern, so, dass es alle sehen und uns womöglich noch bejubeln. Das Gute, das es gibt, das kann auch in unserem Leben ganz unscheinbar und im Kleinen wirken und peu à peu und doch nachhaltig diese Welt verändern. Wie diese Freundschaft von Konrad Adenauer und David Ben-Gurion oder unsere, meine Freundschaft mit dem Herrn. Denn er sieht, was auch im Verborgenen passiert und das Gute, was auch in meinem Leben gewirkt werden kann und was ich selber wirken kann, damit diese Welt ein ganz kleines Stück jeden Tag besser werden kann. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, du siehst alles in unserem Leben. Du schaust auch auf das Gute, was wir wirken, im Kleinen, Verborgenen und Unscheinbaren. Schenke uns eine ruhige Nacht. Mach uns dankbar für das, was heute an Gutem gewirkt worden ist und was wir wirken konnten. Und gib uns morgen wieder neu die Kraft, das Gute zu tun, so klein und unscheinbar es auch sein mag. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.